Na, schönen guten Morgen. Ja, schweren Herzens habe ich mich hier trotz leichten Schneefalls mal aufgemacht am heutigen Sonntagmorgen. Ich kann irgendwie nicht den Leuten nah und fern hier das Fördergerüst Schacht 4 ohne Schnee präsentieren. Haben wir schon genug Fotos. Geht's heute mal mit Schnee? Ich zoome mal hier durch die Gegend. Schaut euch das bitte an. So, wie wir gleich sehen werden, ist eigentlich der Versorgungsschacht der alte ist jetzt gefüllt worden mit Abwasserrohren. Da hinten liegen noch zwei. Die werden wahrscheinlich auch noch eingebaut. Das ist aufgefüllt. Hier vorne seht ihr noch links unterhalb des Zauns, seht ihr noch die Reste des Stücks des Kohlebunkers, der hier vollkommen noch vor Weihnachten auf 7 Meter Tiefe ausgebuddelt wurde, dann mit Spritzbeton der Boden und die Wände isoliert wurden, um dann nach das Ganze mit Mutterboden aufzufüllen und zu stampfen, um einer Unfallgefahr vorzubeugen. Zoom noch mal hoch. So, erster Teil. Wenn wir das sehen, da sind die Zäune einfach mutwillig eingetreten worden. Absoluter Schwachsinn hier von irgendwelchen Idioten, die hier vorbeilaufen. Ich will jetzt nicht hinter mich blicken. Es ist einfach nur ätzend, was hier abläuft. Wenn hier keine Öffentlichkeit hergestellt wird oder die Polizei mal ein paar Mal am Tag hier reinfährt, kann man das ja wohl vergessen. Wahnsinn. Natürlich gibt mir das jetzt hier die Gelegenheit außerhalb des Geländes. Ich würde das selber nicht betreten ohne eine Erlaubnis. Schaut euch das an. Dann lacht ihr euch bestimmt nicht kaputt. Wahnsinn. Nur Idioten unterwegs. Nochmal hier. Wunderschön. Ganz toll. Hatte mir am Sonntagmorgen auch irgendwas anderes vorgestellt, aber was soll's. So. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal hier an. Oben links fange ich mal an hier. Da war das ehemalige Stück vom Kohlebunker, der ja dahinter lag, zu verfüllen. Der Käfig unten ist ja schon seit geraumer Zeit um den Aufstieg. Dann haben wir hier noch die beiden Abwasserrohre, die dazu dienen. Hier unten ist noch der Schacht geöffnet. Und die Ziegelmauern sind noch sichtbar, trotz des Schnees, der sich hier wie so ein Leichenhemd eigentlich über das Gelände legt. Am Montag geht es aber weiter. Ich höre die Leute immer vom Balkon, die Bagger, das Stampfen. Und wie mir einer aus unserer Gruppe mitteilte, der mit dem Fahrrad hier morgens vorbeifährt, arbeiten die auch mit Licht an den Baggern. Wir schauen uns das Ganze mal hier an, was hier bis dato gemacht wurde. Ich gehe mal eben hier mittig und dann habt ihr hier einen Einblick und einen Überblick, was hier bis dato schon an Leitungen im Versorgungsschacht, im neuen Versorgungsschacht gesetzt wurde. Der alte ist benutzt worden. Hier über diesem Schacht wird ja dann auch von der Straße hier aus, wo ich jetzt stehe, am Bauzaun, von der Emil-Weitz-Straße, wird ja auch genau exakt der Weg gelegt in Richtung Aufstieg. Rechts und links müsst ihr euch dann halt die Laternen vorstellen, aufgelockert. Und den Rest kann man ja eigentlich den Plänen entnehmen. Der ist ja schon jetzt oft genug gepostet worden. Hier vorne nochmals die Koordinaten von Schacht 3. Und ich sag mal, das reicht jetzt erstmal, glaube ich, so an Film. Ich mache gleich vielleicht eventuell noch von der Ecke ein paar Fotos. Okay. Ja, machen wir den dritten Teil. Ich stehe jetzt hier direkt an der Ecke zum Parkplatz. Also rechts von mir war Schacht 6, Schacht 3 eben halt dort vorne markiert durch die Koordinaten. Und das hier vorne muss natürlich auch alles noch eingebaut werden. Mach mal die Kamera durch, kein Thema. So, jetzt haben wir hier also nochmal das ganze Gelände hier bis wieder
zur Ecke. Mich ärgert immer noch total da hinten diese eingetretenen Bauzäune. Boah, was gibt es für Vollidioten? Also ehrlich, man müsste die mal wirklich auf frischer Tat hier ertappen und ganz einfach versenken. Mit einbauen irgendwie als Füllmaterial. Naja, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, war nur ein Gedanke. Ja, wir gehen mal hier nochmal näher ran von hier aus, um das Ganze mal in seiner gesamten Prachtigkeit hier nochmal zu zeigen. So, damit möchte ich auch für heute abschließen. Ich hoffe, das hat euch gefallen hier. Speziell die Leute, die hier natürlich nicht täglich hin können. Und den anderen, den sag ich mal, hier aus Wattenscheid, das ist jetzt leicht am Schneien. Die Temperaturen sind angenehm. Macht da auch mal einen Spaziergang hier hin. Vielleicht, je mehr Leute auch hier hinkommen, desto mehr Öffentlichkeit müssen nicht nur immer Hundebesitzer sein oder vereinzelte Personen. Ich denke mal, da könnte man eventuell doch da vorbeugend unterwegs sein. In diesem Sinne, Glück auf vom Hans-Köster-Schacht 4, der ehemaligen Großzeche Holland in Wattenscheid. Und ich sage nur eins, habt einen schönen Sonntag, ruht euch aus, denn morgen geht's weiter in der Pandemie, im Lockdown. Ciao.